Was haben eine Ballerina und eine Dessert gemeinsam? Die Pavlova-Torte wurde nach der russischen Ballerina Anna Pavlova benannt, einer der größten Tänzerinnen des 20. Jahrhunderts. Die Torte wurde speziell für sie während ihrer Neuseelandreise im Jahr 1926 angefertigt. Pavlovas berühmtester Tanz ist der sterbende Schwan, eine Miniatur zur Musik von Saint-Saëns. Sie war die erste Ballerina, die eine Welttournee unternahm. Durch ihre Tourneen in über 40 Länder konnte Pavlova die Welt mit den Traditionen des russischen Balletts bekannt machen. Das russische Ballett unterscheidet sich von anderen Ballettschulen in mehrfacher Hinsicht. Die Choreografie umfasst hohe Dehnungen, dynamische Drehungen und Elemente des russischen Volkstanzes. Neben Pavlova wurden das russische Ballett vor allem durch den Choreografen Marius Petipa berühmt, auch Balletttänzer Rodolf Nureyev, Galina Ulanova und Maya Plissetskaya.